Guten Morgen und herzlich willkommen an der ersten Radiosendung für Kooperation. Von heute an könnt ihr als Satirische Kooperation alle letzten Fragen durch Samstag am Montag hören. Heute geht es an einem anderen darum, dass wir ein bisschen zählen, was wir machen und wie wir sind. Dazu auch gleich mehr. Musik kommt auch von der Gruppe Sunglitters, eine Lützebüsch Formation, die aber auch weit und tausend bekannt ist. Sie wurden in Highlight auf den Midi Lampion 2012. Mein Name ist Fiona Nonkat und ich werde nicht durch Sendung. Viel Spaß! We were made.
Radiosendung für Kooperation Essen Probably. Kooperation, eine Struktur heißt zu Wolfs für rund 100 Leute schaffen. Wie wird das Kooperation eigentlich? Dazu mein Kollegin Sandra Galassi. Nun die Lampier, Kanazuma, Kino, Restaurant, Konzert, Bücherstuf, Workshoppen, kreative Werkstätte, Probably, Seminaren, Ausstellungen, Lesungen, Centre de Loisirs, Atelier Protégé, Cuisine du Monde und Jardin de Ville. So viele Sachen, die Kooperation an den vergangenen 30 Jahren gestaltet wird. Aber was genau ist Kooperation eigentlich? Dazu hören wir den Direktor und Gründer Herbert Mali. Kooperation ist aus einer Initiative von Künstlern herausgewachsen und wo Künstler damals ein Experiment gemacht haben, im öffentlichen Raum zu intervenieren und zusammen auch eine künstlerische Zusammenarbeit mit geistig behinderten Menschen zu etablieren, zu entwickeln. Aus dieser Arbeit hat man dann versucht, was Permanenteres zu schaffen. Und so ist sukzessive eine Organisation gewachsen, die sowohl also den Aspekt der Arbeit beinhaltet, das heißt, dass behinderte Leute heute hier Arbeit und Aufgaben und Ausbildung finden, als auch ist aus diesem kulturellen Aspekt was gewachsen, wo ein Anbieter, ein Serviceleister für Kultur und für die Entwicklung des ländlichen Raums entstanden ist. 30 Jahre, an denen an der Stadt Wolfs Kultur und Soziales verbunden sind. Eine Zeit, an denen viele Events stattfinden. Auch letztes Jahr waren viele Highlights dabei. Dazu die Lieder vom kulturellen Programm «De Marc Cher». Wir haben quasi all da, was in der Besuch. Und war so viel eigentlich, dass es schwer ist, so spontan etwas zu suchen. Ich meine, dass der Konzert am Jardin de Ville immer super ist, durch die ganze Kader. Und dann haben das auch einfach ein Chaos gesagt. Dann Workshops, die wir gemacht haben mit Scouten zum Beispiel oder mit Studenten von einer Hochschule, aber auch hier auf Wolfs mit Leuten vom Altersheim. Und ich meine, das ist sowieso ein Thema, was immens interessant ist, viel zu probieren. Einfach verschiedene Akteure aus der Stadt und aus der Region zusammenzubringen. An der anderen findet momentan eine Ausstellung in Japan und Probably statt. Aber was verbindet Wolfs mit einem anderen Kontinent? Denn Herbert Mali weiß mehr. Die Ausstellung ist eine Ausstellung von geistig behinderten Künstlern aus Japan. Und komme eigentlich zum Thema unserer Arbeit. Das ist nämlich, unsere Mission ist ja eigentlich Potenzialentfaltung. Also wie können wir dazu beitragen, dass sich die Potenziale von Menschen entfalten? Und das Zweite ist, wie können wir dazu beitragen, dass die unterschiedlichsten Menschen am kulturellen, sozialen oder beruflichen Leben partizipieren? Das ist heute unsere Aufgabe. Und mit dieser Ausstellung zeigen wir einfach das Potenzial künstlerischer Arbeit von Menschen mit Behinderung in einer anderen Kultur. Hier war das große Event, wird emotional Leute aus dem ganzen Land heute zu Fuß versammelt, als Nuit des Lampions. Marc, was begeistert Leute so an dem Fest? Ja, besonders, als Mensch, dass wir immer mehr Leute hatten, quasi alle Menschen immens begeistert, dass geflasht ist, den er hinkommt. Und das ist natürlich für uns als Kooperation nicht einfach, für das Fest so zu. Also, das ist ein großer Rest von uns, das Fest zu organisieren. Ja, das ist einfach ein Highlight von der ganzen Region, vom ganzen Norden, vom Land. Wo all drumherum immens viele Leute beteiligt sind. Ich meine, wir hatten das nur kurz ein bisschen so mal ausgerechnet, dass über 600 Leute irgendwie an dem Fest beteiligt sind, direkt und indirekt. Auch weil lang den Teil, weil auch eine Partizipation ist. Und eben, voilà, Richtung Community-Event ist das auch ein wichtiger Schritt, den wir da machen, mit den Lille Lampion oder gemacht haben, das Jahr. Ich meine, das noch mehr auch Wölze sich einfach identifizieren können beim Fest. Vielen Dank, Marc Cher, Leader von unserem kulturellen Programm am Probably, und Herbert Mali, Direktor und Gründer von der Kooperation, die nicht mehr als Wolfs erwischt zu denken ist. Das erlebt ihr nicht nur der Tischlöcher im Norden, wir können ihn ab diesem Moment auch am Radio NRW hören. Merci Sandra. Wie Kooperation war du dazu gekommen, das Radio zu machen? Zählen wir schon ein paar Minuten. Sleep could be better than mine.
Hier ist die Sendung für Kooperation ist ein Problem. Diese Woche, also als erste Sendung, an die hört also in Zukunft immer allerste Freude am Samstag am Mond. Dazu mein Kollegin Mona Dienhardt. Für die einen ist der kulturelle Treffpunkt. Für die anderen ein Arbeitsplatz. Und auch immer andere finden hier einen Platz für ihre Mittelstunden gemütlich zu verbringen. Kooperation zu Wolz. Ein Platz von Ideen, Kreativität und Zusammenkommen von ganz verschiedenen Persönlichkeiten. Und genau die Kooperation aus von Haut an auch am Radio zu hören. Wir stellen uns selber, Menschen, die bei uns zusammenkommen und schaffen, und das, was es bei uns am Haus zu erleben gibt, für. Denn Herbert Mali, Direktor für Kooperation, erzählt, wie wir zum Radio kommen sind. Kooperation ist eine Organisation, in der Handwerker, Künstler, behinderte Menschen miteinander zu tun haben. Und in der Arbeit ist das Thema Kommunikation eben ganz wichtig. Und deswegen bietet sich auch Radio an, weil es eben ein kommunikatives Medium ist, diese Art der Arbeit, die Ideen, die wir haben, das, was dabei herauskommt, eben auch zu vermitteln und das Radio zu nutzen. Noch dazu, wo wir in Wils eine Art Community Radio haben, das für die Menschen, die da leben und für die einzelnen Gruppen eben auch da sein soll. Und wir wollen das gerne nutzen und wollen auch es nicht nur nutzen, sondern wollen auch einen Beitrag dazu leisten, dass es spannend wird. Schon für ein paar Jahre hat Kooperation durch Radio zu machen. Dass wir gerade laut zu kommen sind, ist natürlich einerseits, weil der Lissi zu Wolz eine eigene Radiostation hat und zum anderen Maisi Berscheid, was aus dem Medium Radio nach einmal mit mir hat. Radio hat mich immer begeistert, schon immer gerne Radio gelauscht, die Zeit, wo ich noch keine Television hat, die Zeit, wo ich Student war. Wo wird Radio für mich eben ein Medium für Kontakt zu bleiben, auch mit der französischen Sprache, wie ich in Deutschland studiert habe. Radio ist für mich eben geschwärtene Beitrag und das ist auch etwas, was an der Schule ganz leicht zu realisieren ist. Am Kader vom Grundfischprojekt hat auch die Kooperation die Möglichkeit, mehr über Radio gewohnt zu gehen. Meisi, wie sei mei? Projekt Grundweg ist ein europäisches Lehrprogramm, den sich echter und erwachsener riecht. Grundweg-Projekt, da sollen Erwachsener aus verschiedenen Ländern zusammenschaffen und engem Thema, bei uns ist eben ein Thema Radio. Es geht bei unserem Grundweg-Projekt darum, den Leuten, den Benevolen, die am Radio schaffen, eine Qualifikation zu geben. Sie lehren also du etwas, und das, was sie lehren, das soll auch zertifiziert gehen, also die sollen da ein Zertifikat kriegen, den europäisch überall anerkannt ist. Für ein Meeting von diesem Grundfischprojekt sind wir dann auch mal nach Madrid gereist. Wir haben uns da in der anderen eine spanische Radiostation angeguckt. Nicole, die dann ein Atelier-Protégé für Kooperation schafft, war auch mal dem Dres. Ganz flott zum Holst Fleisch, das war die erste Mal im Leben, wo ich geflüht bin. Ich war am Anfang ein bisschen so nervös. Wir gucken aber dann noch alles tipptopp. Und wo wir dann ja auch gekommen sind, haben wir im Hotel alles gefahren, sind wir dann der Erste gegangen. Du verstehst just das alles auf der Karte. Als ich etwas bestellt habe, erzählt eigentlich, ob es mit Scampion sind. Wir waren mehr Bohnen wie Scampion. Und wenn wir nach einer Radiostation von innen gucken, das war auch ganz interessant, weil du kriegst du gewohnt, dass ganz viele Jugendliche da sind, die gar keine Arbeit tun. Ganz interessant und auch mega flott. Madrid und insbesondere Fliegerflehen hat auf alle Fälle für Begeisterung gesorgt. Der Grundfähigprojekt und auch unser Radioprojekt bringt also Menschen in Bewegung. Am März steht schon die nächste Reise im Programm. Da fliegen wir auf Dublin. Merci, Mona. Thank you.
Radiosendung für Kooperation. Es sind schon eine Enquete. Guten Morgen. Die Begann steht für unser Dien. Hallo, die schönsten Ideen für bei Eisatz zu erhöhen. Der 7. Februar fängt um 6 Uhr auf der Vernissage von der Ausstellung En Passant an der Galerie von Probly. Hier gibt es Rezept Kunststücke für 6 Künstler aus unserem Konjunktli ausgestattet. Diese Expo ist bis zum 28. März ab. Den 13. Februar lief am Kino Probly den Film Dangelscher für Schöndels am Kader vom Kino Senior. Weitere Informationen von dir bei dem Site www.cooperation.lu. Mein Freund ist von dir lernst, kommt und wünsche dir schon viel Spaß. Die lesbische Gruppe Sunglitters bei so musikalisch die Sendung begleitet. Das war die erste Radiosendung für Kooperation. Es ist nicht für uns merci für den Urlaustern. Wenn ihr wollt, höre mehr als von Elo und alle letzten Freude am Mäusendingauer und Samstag um 10 Uhr an der Wiederholung. Mein Name ist Fiona Nonkat, es ist Adi und ein schönes Weekend bis nächstes Jahr.